bei dem, was du alles erlebt hast in den letzten Jahren, wo genau würdest du denn den 30. April 2011 so einordnen? Für dich emotional. Das war ganz hoch, habe ich gemerkt. Vor allem, weil ich ja, weil ich jetzt, seit du mich angerufen hast und gefragt hast, habe ich jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und an den 30. April 2011 denke, um ehrlich zu sein. Aber es gab jetzt ein paar Tage in Folge, wo ich das tatsächlich so war, weil ich einfach auch mich dann erinnern wollte. Und es sind ein paar Dinge passiert in meinem Leben. Aber es ist ja nicht so, dass ich so viel gewonnen hätte, dass ich mich durcheinander komme. Und gar nicht mehr wüsste, wann war das nochmal? 2011 und 2012 ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil die Mannschaft sich ja nicht großartig verändert hat. Und dementsprechend, als ich über Spiele nachgedacht habe, war ich mir bei manchen nicht ganz sicher, war das in der Saison 10-11 oder Saison 11-12. Aber es sind ausschließlich großartige Erinnerungen. Und habe es ja immer gesagt, für mich als Trainer wahrscheinlich Karriere bestimmend und all sowas und aus den Möglichkeiten das Größte rausgeholt, ist natürlich, wenn mit Mainz aufzusteigen, war für uns alle so unerwartet, dass ich das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man damit hin sollte. Also du steigst aber nicht auf den Speicher, war schon groß. Aber mit dieser ja, U19 dann Deutscher Meister zu werden, dieser gefühlten U19 Deutscher Meister zu werden, ist natürlich außergewöhnlich und hat unser aller Leben bereichert. Eigentlich ist mir aufgefallen, wenn ich über die Aufstellung nachdenke, zu praktisch allen noch Kontakt. 30. April, wir spielen 2-0 gegen den 1. FC Nürnberg und dann gibt es noch dieses rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Sag mir mal spontan drei Dinge, die dir zu diesem Spieltag einfallen. Mach mich hoch. Norbert Dicke. Wobei, das ist ja so mit Erinnerung, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, habe ich es im Stadion gehört oder habe ich es anschließend gehört? Aber ich meine, ich hätte es im Stadion gehört. Mach mich hoch. Und dann, puff, Explosion. Wieder Novakovic, richtig? Ja, Novakovic. Ja. Das fällt mir auf jeden Fall ein. Kevin Großkreuz, sensationeller Haarschnitt, der ihm Philippe Santana verpasst hat, glaube ich. Ja, aber auch nur so halb, ne? Er ist nicht fertig geworden. Das meine ich ja mit sensationell später. Er ist ja dann wieder als fertig war, aber da die Interviews, die er gegeben hat, das war absoluter Wahnsinn. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich drehe mir jetzt nicht zu nahe, wir haben nur drei Highlights und sage jetzt das, aber wir haben eine grandiose Saison gespielt. Das Interview von Roman. Ja, aber merkst ja, an dem Tag selber rennst du ja nur rum und wirst gedrückt und drückst und trinkst Alkohol und feierst und machst und tust. Ich kann mich, in dem Spiel, klar, an die Tore erinnern, konnte ich mich tatsächlich erinnern, auch daran, dass wir die zweite Halbzeit jetzt nicht mehr ganz so spektakulär waren und wir eigentlich mit dem Kopf mehr in Köln waren beim Spiel, aber ich kann mich daran erinnern, dass Neven Subotic, irgendwann habe ich Bilder gesehen, wie der auf dem Weg zur Feier, glaube ich, oberkörperfrei auf dem Auto stand. Auf der Lindemannstraße, ich glaube, der Parkplatz, der ist noch Monate, wenn nicht Jahre danach markiert gewesen für ihn. Wo er da stand. Das muss auch nochmal nachgestrichen werden, weil das war schon auch ein großer Moment. Man hatte immer nur das Gefühl, solche Dinge wären heute nicht mehr möglich und wahrscheinlich wären sie auch nicht mehr möglich. Aber damals haben wir all solche Sachen möglich gemacht. Die Art und Weise, wie wir gefeiert haben, das Ganze war schon sehr ursprünglich. Das war wie Meister werden in der A-Klasse Nordwest oder sowas. Das war sensationell. Also war eine ganz, ganz tolle Feier. Mit allem Zip und Zap. Ich habe Kabinenbilder im Kopf, Sprünge, Zorki im Entmüdungsbecken und all sowas. Alles dabei. Aus der Meisterschale getrunken, DD. War unfassbar. War wirklich, also kommen ganz viele Bilder im Kopf, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Und dann kommt Nobby Dickels Durchsage, das 1-0 in Köln. Und wenn man in dein Gesicht guckt, dann hat das so ein bisschen was Ungläubiges. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warst du vielleicht sogar sauer, so nach dem Motto, wie kann man es wagen, das hier durchzusagen? Oder hast du da, war da, ja? Ja, würde mich wirklich wundern, wenn ich sauer gewesen wäre. Erleichterung eher. Also na klar, war es nicht entschieden, aber das ist das, was du weißt, ist nicht entschieden. Aber dein Herz klopft. Hier oben hin. Also das ist das. Bis hier denkt er alles erledigt. Wir sind Meister. Aber da ist ja noch was. Ich habe noch was oben drauf. Der dann weitermachen. ich glaube nicht, dass ich sauer war. Also im Rückblick war ich auf gar keinen Fall, weil es für mich eine der größten Aktionen überhaupt war. Mach mich hoch. Und dann geht er die Post ab im Stadion. Wir haben im Grunde an dem Tag viermal
Tore bejubelt und haben nur zwei geschossen, was ehrlich gesagt eine Sensation ist. Ich muss dich unterbrechen, weil du hast nicht viermal Tore bejubelt. Da kommt nämlich das 2-0, dann kommt die Südtribüne feiert, alle wissen irgendwie, wir werden Meister. Die Südtribüne singt, glaube ich, erster Fußballclub Köln, was für mich immer noch so ein Gänsehautding ist. Aber du stehst da unten und beklagst die Abstände und schiebst da rum und motzt und bist noch voll im Spiel. Ach so, ja. Radix im Feiern. Ja, gut, das ist so irgendwie anscheinend. Also ich bin ja doch Trainer, also das ist... Ich kann ja nicht die erste Bierflasche aufmachen in dem Moment, wo die 2-0 mit Führung gehen. Das stimmt. Ja. Also ja, abgeschlossen war es nicht. Wir reden über das Gefühl. Das Gefühl war so, okay, das ist es jetzt. Aber das Spiel lief ja weiter. Und dann geht es ja wirklich darum, und das ist ja ganz oft auch der Job von einem Trainer. Du musst einstellen, du musst aufstellen, Taktik machen, bam, all so ein Zeug. Aber in solchen Momenten musst du dann auch die Jungs anschnauzen. Das ist einfach so. Und weil du einfach in dem Moment, wo du eine will, das sei verrückte Sachen machen. Toni, was ein Fußballer, Toni da Silva ist. Und wenn er beim anfängt, zwei Leute ausspielen zu wollen in der Situation, wo er einfach einen Ball spielt, dann muss er, das kann man ja machen. Aber in so einer Situation, da muss er wissen, das machst du jetzt nicht mehr. So. Und das sind jetzt so ein bisschen, wenn Offensivspieler nicht mehr verteidigen, dann, wie gesagt, wir wollen das Spiel auch gewinnen. Das geht ja nicht darum, irgendwie über die Ziellinie zu kommen. Es geht darum, in der bestmöglichen Art und in der schnellsten Zeit am besten über die Ziellinie zu kommen. Und deshalb war ich mit Sicherheit auch noch in einem Spielmodus. Aber in mir drin, ja, war auch für mich das mehr oder weniger erledigt. Zumindest ist das meine Erinnerung heute, 9 Jahre danach. Also ich habe nie mehr Bilder gesehen, wie ich mich verhalten habe, da habe ich nicht drauf geachtet. keine Ahnung, ob ich da draußen wirklich rumgeschrien habe oder nicht, oder schon was anderes gemacht habe, habe ich keine Erinnerung dran, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du musstest sogar noch ein Interview auf Polnisch geben. Kann das sein? Ich habe es irgendwie in Erinnerung, dass ich... Das kommt mir noch dazu, muss ja noch die ganze Interviews geben. Ja, aber Interview in der Kabine mit deinen polnischen Spielern irgendwie, die haben irgendwas mit dir gedreht für was auch immer. Ja. Weiß alles nicht mehr. Übrigens, heute noch, wenn ich irgendwo auf polnische Mitmenschen treffe, ist immer so, dass sie immer das Gelände sagen, immer Ruhe Stupe. Was heißt das? Das heißt, beweg deinen Arsch. Weil ich hatte, ich kann Chidobrich im Goi, also guten Tag und vielen Dank, und kann dann, und habe immer mal Kuba gefragt, als Levi dann auch da war. Oder habe ich, ja, ich glaube, habe ich gefragt, was heißt eigentlich beweg deinen Arsch, ne? Du Stupe. Und das habe ich dann in Interviews häufiger mal gesagt, dass meine Polnischkenntnisse so mehr oder weniger sind. Und wenn ich heute Polen treffe, die können sich da alle dran erinnern. Also zu dem Zeitpunkt waren wir als BVB in Polen weit vorne, würde ich mal sagen.